Mein Name ist Petra Kern und ich bin Fachkräfteberaterin für ein gemeinschaftliches Projekt von der Agentur für Arbeit München-Gladbach-Krefeld und der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein. Was hat Sie bewogen, hier jetzt mitzumachen? Das Projekt Neue Qualität der Arbeit finde ich ein sehr gutes, fließt bei mir in die Arbeit mit hinein. Und ich fand das spannend, mal auszuprobieren, wie das ist, wenn ich direkt mitarbeiten kann. Jetzt haben Sie eine Frage bei diesem Tool hier mitgemacht, bei dem Next Moderator. Was ist denn Ihre Erfahrung da? Was war das Gefühl, als Sie da jetzt, hat Ihnen das was gebracht, oder? Ich habe da selber ein Statement reingegeben und anhand der Kommentare, die ich zu dem Statement bekommen habe, habe ich eine Bestätigung bekommen, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass viele Leute das genauso sehen wie ich. Was ist denn Ihre Vorstellung von guter Führung? Was sollte gute Führung ausmachen? Also eine gute Führung hat die Mitarbeiter sehr gut im Blick, sowohl was Stärken als auch Schwächen betrifft, versucht auch entsprechende Schwächen weiterzuentwickeln, weil das Potenzial natürlich da entsprechend höher ist. Und versucht auch die Bedürfnisse der Mitarbeiter entsprechend nach oben hin weiterzugeben. Und natürlich auch mit dem Blick darauf, was ist das Ziel des eigenen Unternehmens, wer ist das Unternehmen und das Unternehmen auch entsprechend hier nach außen hin zu vertreten. Vielen Dank. Bitte, gerne.